Hi Leute, hier ist Jake. Heute darf ich euch wieder mal ein Messer aus den 80er Jahren vorstellen. Ich glaube, es wurde auch noch Anfang der 90er Jahre vertrieben. Es ist ein Splendor 700. Das ist die Handelsbezeichnung. Es wurde in Japan in Seki hergestellt. Welcher Hersteller das genau war, kann ich mir nicht mehr nachvollziehen. In jedem Fall kommt es in einer gut gemachten schwarzen Lederscheide. Die sieht aus, als wenn diese Lasche das Messer halten würde, allerdings ist es eine Stecklederscheide. Denn das Messer kann man so herausnehmen. Und das sieht so aus, genau wie auf der Scheide aufgedruckt, auch hier auf der Klinge. Splendor 700 Custom Collection Series NP Steel by High Cut. Und auf der Rückseite Japan. Die Splendor 700 Series ist nur kurz aufgelegt worden, wie gesagt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre vermutlich. Die genauen Jahreszahlen lässt sich nicht mehr recherchieren. Es gab neben der Recurve-Klinge hier gab es auch eine Clip-Point-Klinge. Und dann gab es auch noch eine Drop-Point-Klinge. Ich habe hier die Recurve-Version mit balligem Schliff. Ich sag mal die gesamten Daten. Das Messer wiegt 220 Gramm, kein Leichtgewicht. Die Scheide wiegt auch 100 Gramm, kommen wir auf 320 Gramm Gesamtgewicht. Die Länge ist 22,9 cm gleich 9 Inch. Dann haben wir Klingenlänge 11 cm, 4 1/3 Inch. Ist also 42a Waffengesetz konform. Die Schneide hat eine Länge von 10,5 cm und die Klingenstärke beträgt 3,8 mm. Dann sage ich auch noch was zu den anderen Sachen, die hier verbaut wurden. Da ist einmal ein Messingknebel mit Fingerschutz, zwei Edelstahlpins, eine Riemenöse aus Edelstahl, dann Schichtholz, Griffschalen. Jede Griffschale besteht aus 20 Schichten. Fünf Finger Griff ist möglich. Ricasso Griff ist bedingt möglich, wenn man nicht allzu dicke Finger hat. Ja, kommen wir nochmal zu der Klinge. Man kann, wenn man es genau hinschaut, sehen, dass es sogar eine Art Double Recurve Klinge ist. Hier ist eine kleine Delle im Rücken, also dann kommt auch da eine Art S zustande. Ist eine falsche Schneide hier im Rückenbereich, zur Spitze hin. Dann ein ziemlich kräftiger, bauchiger Bereich
Und dann diese zweite S-Form, die ich schneide, hat also auch eine Recurve-Form. Ja, da hatten sich die Japaner doch einiges vorgenommen mit dem Namen Splendor. Der bedeutet Prunk, Pracht, Herrlichkeit. Das konnten die nicht ganz erfüllen mit ihren Messern. Aber das sind sehr gute, alltagstaugliche Messer für jede Gelegenheit. Sehr kräftig ist die Klinge. Da ist selbst leichtes Batoning möglich. Und sie ist auch ordentlich scharf zu bekommen. Wie gesagt, ich vermute, bei dem NP-Stil handelt es sich um AUS 8 oder gegebenenfalls auch AUS 6. In jedem Fall ganz ordentlicher japanischer Klingenstahl. Und deshalb ist das ein schönes kleines Sammlerobjekt, das man, wenn man sowas mal zufällig sieht, für kleineres Geld ergattern kann. Ich denke mal so 40 bis 50 Euro sind für gute Exemplare zu bezahlen. Vielleicht hat man Glück und man kann auch diese Messer für noch weniger Geld ersteigern. Sie waren, wie gesagt, nicht sehr lange im Angebot. Deshalb sieht man sie auch nicht sehr häufig. Sie wurden sowohl in Europa als auch in Amerika vertrieben. Und meines gebe ich auch wieder in den Messerkreislauf zurück. Bin zufällig darauf gestoßen, hab's bekommen und gebe es jetzt wieder raus. Bis demnächst. Das war's. Tschüss.